Wir veranstalten diese Reihe schon zum zweiten Mal. Letztes Jahr, 2019, haben wir gestartet. Und heuer unter erschwerten Bedingungen, Sie wissen alle die Umstände, haben wir es uns doch nicht verkneifen können, es nochmal aufzulegen. Initiativen wie dieses Festival veranschaulichen nicht nur die Vielfalt unserer demokratischen Gesellschaft, sondern auch, dass es immer engagierte Bürgerinnen und Bürger braucht, die einen abstrakten Begriff wie Demokratie leben einhauchen. Ich beginne aus dem literarischen Reigen, Mümpfmö-Reigen, von Flori Burgmeier. Rede 1. Liebe Knospen und Knospinnen, im Namen der Leselampe bedanke ich ganz von unserer, also meinerseits und auch oder, Flüsse sind 1 bis 7 Lebensmittelpunkte im Leben und auch eben dort. What a day this has been, what a rare mood I'm in, why it's almost like being in love. There's a smile on my face, and the whole room in rays, that's almost like being in love. Ameisel schlägt still und leise auf einer Yacht, ein Himbeereisel, trotzdem das Eis ist sehr gefrosen, läuft ihm die ganze Himbeersoße hinunter ins Kajütenbeisel. Macht gar nichts, sagt's, weil ich moin weisel. Ein Wasserhahn dreht auf. Plötsch, plötsch, plitsch. Platsch, plutsch, pleasure. Wozu Demokratie? Wozu Demokratie? Wozu Demokratie?